Noch nie war ein Minister so erfolgreich. Noch nie ein deutscher Demokrat so populär. Der ideale Nachfolger? Als Kanzler ohne Glück. Musste Erhard scheitern? Wahlkämpfer. Wenn wir in irgendeine Halle schritten, wo 10.000, 12.000 Leute waren oder auf einem Platz und Erhard kam, war das Klima verändert. Es zog Optimismus ein. Und von seinem pausbäckigen Gesicht ging das einfach aus. Redner. Seine Sprache kam bei den Bürgern an. Er gewann ihr Vertrauen durch seine Art, wie er sprach. Ich kämpfe aus innerer Verpflichtung, aus innerer Berufung. Ich kämpfe auch deshalb, weil ich doch etwas dazu beigetragen habe, um dieses neue Deutschland zu formen. Erhard war insofern ein kurioser Typ, als er in kleinem Kreise beinahe kommunikationsunfähig war. Aber sobald er der Öffentlichkeit gegenüberstand, überkam ihn eine charismatische Beredsamkeit, wie wir sie ganz selten in Deutschland gehabt haben. Für viele ist er mehr als ein Politiker. Erhard hatte ja für seine politischen Anhänger fast die Funktion eines Talisman. Eines Talisman, der einem Glück bringen soll. Und plötzlich war der Talisman zerbrochen. Auch an der ersten Wirtschaftskrise. Sommer 66. Zechen sterben. Und der Kanzler, der für Wohlstand steht, ist ratlos. Der Erfolgsmensch Erhard war nicht mehr der Erfolgsmensch. Und der Optimismus, den er ausstrahlte, schien nicht mehr zu tragen. Als Landrat dieses Kreises habe ich die hohe Ehre. Und ich darf hinzufügen, die persönliche große Freude. Herbst 66. Sein letzter Wahlkampf in Hessen. Recht herzlich zu begrüßen. Die Fehler, die er machte, häuften sich. Die Kritik wurde allgemeiner. Und man spürte, dass der große Zauber, der ihn einmal umgab, der Vater des Wirtschaftswunders, dass der schwand. Wir vertreten die Grundsätze, die Deutschland aus dem Elend herausgeführt haben. Ein Mythos zerbricht. Und ich glaube, die am meisten hier schreien, die haben es überhaupt noch gar nicht erlebt. Erhard hat es erlebt. Das Land in Trümmern. Die Menschen am Verhungern. Doch Erhard ist Optimist. Mir wurde seinerzeit immer wieder gesagt, meine Aufgabe wäre es, die Not und die Armut gerecht zu verwalten. Meine Antwort darauf war stets, den Teufel werde ich tun. Ich werde Not und Armut nicht verwalten, sondern ich werde alles tun, um sie zu überwinden. Schon im Krieg denkt der Wirtschaftsfachmann an den Wiederaufbau. Er bleibt zuversichtlich, selbst im Bombenhagel. Dann saßen wir im Luftschutzkeller und dann war das Bombardement und die Menschen fürchteten sich so schrecklich. Und ich konnte ihnen doch nicht sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Der Erhard ist hier. Der hat in seiner Aktentasche Pläne für die Zeit nach Hitler. Seine Denkschrift zeigt, wie Deutschland mit den Kriegsschulden fertig werden kann. Gefährliche Gedanken. Hitler hatte verboten, darüber
zu reden und zu schreiben. Und ich habe sie gelesen und habe sie ihm zurückgegeben, habe gedacht, hören Sie mal zu. Wenn das gefunden wird, nicht wahr, dann fallen Sie rein und ich will nicht reinfahren. Auch er bekommt Erhards Schrift. Karl Gördeler, Kopf des zivilen Widerstands. Er bezahlt mit dem Leben. Erhard hat Glück. Ein unbelasteter Wirtschaftsexperte. Für die Amerikaner der ideale Mann. Tage nach der Besetzung meines Landes, nach dem unseligsten aller Kriege, kam ein amerikanischer Offizier vor meine Wohnung und holte mich ab mit der lakonischen Einladung, come on. Erster Auftrag, Aufbau Bayern. Der Experte wird Wirtschaftsminister. Verwalten liegt ihm nicht. Er denkt weiter. Erhard weiß, die Zukunft liegt im Export. Doch so weit ist das Land noch nicht. Hamstern, Mangelwirtschaft, Schwarzmarkt. Erhard scheitert in Bayern, wird Professor für Ökonomie. Dann der große Sprung. Direktor für Wirtschaft in der Bi-Zone. 1948, Währungsreform. Die Amerikaner bringen den Deutschen die D-Mark. Erhard nutzt die Chance und gibt die Preise frei. Die D-Mark soll einziger Bezugsschein sein. Er glaubt an die Deutschen und an die Marktwirtschaft. Das motiviert die Leute, das bringt die Ware aus den Kellern, aus den Nischen, aus den Ritzen. Und das ist ihm gelungen und damit hat er den glücklichen Start gegeben für die ganze soziale Marktwirtschaft. Das Schaufensterwunder. Erhards Vision wird wahr. Doch der Kaufrausch führt zu Inflation und Angst vor neuer Not. Millionen streiken gegen Erhard. Der bleibt stur. Der Erhard war überhaupt nicht gewillt, irgendwie Kompromisse zu machen. Halbe Preisbindung, halbe Bewirtschaftung, sondern er sagte, das ist richtig und nichts anderes. Ja? Erhard bleibt gelassen, ein Dickkopf, mit Erfolg. Und der macht beliebt. Bei der ersten Wahl 49 ist Erhard Stimmenmagnet und holt mit Adenauer den Sieg. Jetzt ist er Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Er will Freiheit für die Menschen, Freiheit für die Wirtschaft. Sein Ministerium. Und der Chef hat eine Botschaft. Die großen Werte entstehen immer durch die Persönlichkeit. Der schöpferische Wille kann sich nur entfalten aus der Persönlichkeit heraus. Es ist vom Philosophischen her auch kein System denkbar, dass diese Persönlichkeitswerte ersetzen könne durch irgendeine Form von Funktionärtum, durch irgendein System eines Kollektivs. Starke Wirtschaft durch freie Menschen. Erhards Vision. Jeder soll vom Aufschwung profitieren. Wer was leistet, kann sich was leisten. Freier Wettbewerb hält Preise niedrig. Er war sicher der erfolgreichste Wirtschaftspolitiker, den wir je gehabt haben. Und vermutlich auch der erfolgreichste Wirtschaftspolitiker, den die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Weil es ihm gelungen ist, die Spontaneität eines ganzen Volkes aufzuregen und einzusetzen. Damals war eben der Wiederaufbau nicht in den Händen einer Regierung, sondern in den Händen jedes einzelnen Haushaltungsvorstandes, seiner Ehefrau und seiner Kinder. Soziale Marktwirtschaft. So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Die Rechnung geht auf. Arbeit für fast alle. Stabile Preise. Führende Exportnation. Ein Wirtschaftswunder? Erhard nennt es lieber Aufschwung. Überall hieß es, es geht aufwärts, es geht aufwärts. Also die Industrie geht aufwärts, die Börsenkurse gehen aufwärts, die Politik geht aufwärts, Adenauer geht aufwärts und die waren alle high. Das neue deutsche Wohlgefühl. Endlich aus dem Vollen schöpfen. Der Aufschwung und der Erfolg war schon toll. Es gab wieder Cabriolets, es gab wieder große Zigarren. Nicht? Das Leben war wieder lebenswert. So sieht der Wohlstand aus. Sein Garant wird zum Idol. Seine Idee zum Exportschlager.
Auf seiner Fahrt durch Indien besuchte Bundeswirtschaftsminister Ehrhardt die Stadt Aligarh. Wirtschaft braucht Werbung. Der Reiseminister als Handelsvertreter. Heute Washington, morgen Kairo. Für Ehrhardt waren die Reisen, die Unterhaltung mit allen möglichen Persönlichkeiten dieser Welt ganz wichtig.